Dan Seliger, komme ursprünglich aus Finsterwalde, bin 35 Jahre alt, im Jahr 2017 im August zurückgekehrt, zusammen mit meiner Freundin und meinem Sohn. Wer gemustert wurde und für tauglich befunden wurde, der ging zur Bundeswehr und das habe ich dann auch so gemacht. Und auch danach war aber die Frage, naja, Ausbildung, Studium, hier in der Region, so viele Plätze gibt es nicht. Und da war dann mein Weg, zunächst nach Magdeburg zu gehen. Da habe ich ein Studium begonnen, das zwar abgebrochen, aber auch dann noch in Magdeburg eine Ausbildung bei der Telekom absolviert. Da hatte ich dann auch schon nochmal den Impuls, weil ich in der Ausbildung auch relativ gut war, doch nochmal zu studieren, auch um möglichst mehr Geld zu verdienen und auch andere Perspektiven einfach auch kennenzulernen. Also tatsächlich war es so, dass zu der Zeit, als ich in Leipzig war, ich dann hier beim der Besuche hier in der Region, um genau zu seinem Land Eilugau, kurz nach Weihnachten, meine Freundin kennengelernt habe, war am Anfang tatsächlich für mich gar nicht so einfach, weil ich eigentlich gesagt habe, okay, ich bin jetzt in Leipzig und ich möchte auch da meinen Lebensmittelpunkt haben und keine Fernbeziehung führen. Ich war dann mit dem Studium fertig und sie hatte in Potsdam Lehramt studiert. Dann ging es auch darum, wo ist unser Lebensmittelpunkt, wo wollen wir arbeiten. In Leipzig habe ich leider keine Möglichkeit gefunden. Und ja, für uns war es dann eben der Schritt. Ich hatte mich dann natürlich auch beworben, auch in der Ecke Potsdam. Und habe dann eine Stelle als Redaktionsassistent bei einem Wirtschaftsverlag gefunden. Der Verlag selbst hatte seinen Sitz in Potsdam, aber die Arbeitsstelle war in Berlin. Wir sind dann 2014 Eltern geworden, ist unser Sohn geboren. Und das war schon ein sehr wichtiger Punkt, wo man auch angefangen hat umzudenken und eben auch gemerkt hat, naja, selbst die Möglichkeiten, die Berlin bietet, kann man ja gar nicht mehr so nutzen, weil das Kindesbetreuung steht an erster Stelle. Man hat sich dann einfach auch nach den Großeltern für den Sohn halt gesehen, zu seinen eigenen Eltern, die alle hier in Finsterwalde sind. Der Entschluss, dann wieder herzukommen, ist dann so immer mehr ausgereift und im Jahr 2016 war er so präsent, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir wollen jetzt auch zurückgehen. Meine Freundin war dann gerade in ihrem Referendariat und das war dann auch das Ziel, dass sie quasi nahtlos dann in das neue Schuljahr dann hier auch quasi einsteigen konnte. Daraufhin habe ich dann mich beworben hier in der Region. Es hat dann eben bei Unternehmen Kröger in Massen funktioniert. Hier wurde eine Stelle frei im Marketingbereich. Und das war dann für uns natürlich perfekt. Ich habe hier am 1.9. angefangen zu arbeiten, 1.9.2017. Und meine Freundin quasi parallel als Lehrerin in Kalau. Ich habe meinen Weg zurück in die Heimat gefunden und kann nur jedem empfehlen, die Rückkehrertage am 27.12. in Finsterwalde und am 28.12. in Schwarzheide zu besuchen.